Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, mein Frau ist wieder mit am Start. Heute gibt es ein Video, das könnte gut für mich ausgehen, aber könnte auch schlecht für mich ausgehen. Und zwar wird meine Frau heute einen Tag lang bestimmen, was wir machen. Alles. Ich habe da ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst vor, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es wird so ein richtiger Frauentag. Ja, echt, heute ist mein Lieblingstag. Alles bestimmt, alles, was ich möchte. Freust du dich darauf? Sehr. Ich nicht? Sehr. Ach ja, übrigens hoffe ich, dass ihr bei dem Donnerstag-Sale vom Gymshark auch ordentlich abgeräumt habt. Hier, Frau hat natürlich auch was Freshes abbekommen. Lange im Warenkorb angestanden dafür? Hat lange gedauert, bis du gekriegt hast? Nee. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, viel Spaß mit dem Video und ich hoffe, du verschonst mich. Also Schatzi, was kann ich denn frühstücken? Es gibt für Dodo heute ein paar Eier. Ich glaube, ich mache ein paar Rühreier mit ein bisschen Tomate. Eier, ganz gut. Bitteschön. Dankeschön. Oh, das sieht fresh aus. Hallo? Spaß. Okay, Freunde, das Frühstück ist serviert. Martin hat hier echt was Freshes gezaubert. Also richtig schönes Omelette mit Avocado. Perfekt, schön Low Carb für die letzte Woche der DE-Challenge. Dazu gibt es jetzt hier für uns beide noch einen Eiweißshake. Immer 60 Gramm, ihr wisst ja, daily. Und Gym Nutrition hat ja jetzt ein neues Whey rausgebracht. Mit einer neuen Konsistenz und neuem Geschmack. Ich bin gespannt, wie das ist. Das ist jetzt hier erstmal Schoko. Wollen wir erstmal einen Live-Test machen? Ich bin so gespannt. Bist du gespannt, wie fein und Bogen? Krass. Echt? Viel besser. Echt? Ja, viel besser. Also Milchschokolade war bei der alten Rezeptur mein All-Time Favorite, fand ich richtig nice. Aber das schmeckt von der Konsistenz her viel besser. Also sehr, sehr cremig und schokoladig und auch nicht so süß. Was sagst du? Ehrliche Meinung? Aber ich finde die Konsistenz, die finde ich so krass. Ich finde, das schmeckt wie so ein Milchshake eher. Kommen wir nun zu dem Wichtigsten. Zu dem Ei. Bisschen Angst, das zu probieren. Jetzt? Ja. Das ist gut. Also ohne Scheiß, Schatz, das schmeckt richtig gut. Das ist richtig lecker. Was hast du eigentlich jetzt hier zum Frühstück gemacht? Ich habe mir ein bisschen Magerquark mit Smack That und ein bisschen Wasser dazu, damit es alles ein bisschen cremiger ist. Und das Ganze lassen wir uns jetzt erstmal schmecken und dann geht es nachher weiter mit dem weiteren Tag. Also bis jetzt habe ich schon echt gut. Also das Frühstück war schon echt geil, muss ich schon sagen. Oder ist schon ziemlich geil. So, ich habe mir jetzt überlegt, dass wir zu Ikea fahren. Und zwar, Dodo seit gefühlt seiner Geburt dieselbe Bettwäsche. Und die ist schön. Hallo, die hat Mama mir gekauft. Die ist größer bei Mama. Die ist schön. Und ich dachte mir, vielleicht sollte etwas Neues her. Natürlich kann er sich das ganz selber oder lasse ich ihm das ganz selber. Die Entscheidung, was er für Bettwäsche trägt und whatever. Aber du hast ja selber mal gesagt, dass du mal was Neues bräuchtest. Und diese Zimmereinrichtung hier, Leute, Ikea, Bild von 2000. Das ist schön, das ist Paris, ja. Hier muss auf jeden Fall was Neues rein. Deswegen würde ich sagen, wir flitzen jetzt einmal gleich zu Ikea. Aber damit du auch fresh aussiehst, werde ich jetzt gleich noch einmal dein Outfit bestimmen. Das ist fresh. Das ist echt fresh. Das ist gut. Turn around. Das ist fresh. Ja, mein Auto hat so seine ein oder anderen Probleme, aber ich kann das klären. Ich kann das auf jeden Fall reparieren hier. Ich sag doch, Freunde, ich habe alles unter Kontrolle. Guck mal, das ist wieder wie eine Eins hier. Zu fresh. Hast du den Unterschied gemerkt? Gar nicht da. Gar nicht da. Aber wir sind jetzt bei Ikea, Freunde, und wir sind jetzt in dieser Kallax-Abteilung. Und das war schon eine so eine Sache, die Madeline angedeutet hat, die ich kaufen soll, weil das ja echt ein bisschen chaotisch ist bei mir im Zimmer. Deswegen entscheide ich jetzt, dass du diese Dinger kaufst. Wie viele? Drei. Drei? Das ist 45 Euro. Oh mein Gott. Okay, nächster Stopp hier, Bettenabteilung. Martin hat ja Gänsehaut bekommen wegen meiner Bettwäsche. So schlicht grau. Sag mal, wie fühlt die sich an? Die glänzt so ein bisschen. Ich bin dafür, dass du diese nimmst hier. 34,99. Zweimal. Zweimal? Du hast zwei Decken. Oh Mann, Alter. Komm, 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 komm. Guck, der Name ist auch richtig schön. Anxilidilia. Alles klar. Okay, Franzi, hat mich jetzt die halb pleite gemacht. Für die drei Sachen gefühlt.
73,91 € bezahlt. Schnapper. Freust du dich über die Sachen, die ich kaufen durfte? Ich freue mich sehr. Das Ding ist, ich habe mich so zurückgehalten. Ich dachte so, ich bleibe ein bisschen fair, ich hau jetzt nicht komplett rein. Worauf hast du als nächstes Lust? Sag ich dir nicht, das wird noch ordentlich gemein heute. So, ich werde jetzt alleine losgehen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Also auf Ernst jetzt, nicht so dieses, ich habe Angst, ich bin ehrlich. Na gut, bis gleich. Ich bin jetzt alleine unterwegs und stehe vor einem, oder laufe gerade zu einem polnischen Einkaufsladen. Da waren wir gestern schon. Ich habe da etwas gesehen, was du über alles hast. Das war eine Honigbarbe. Wir haben das schon mal probiert und er fand das übertrieben eklig. Aber irgendwie habe ich so diesen Reiz, noch einmal zu versuchen. Fresh. Bist du gespannt, ja, was es gibt? Ja. Sehr? Ja. Muss ich jetzt mitkommen? Das sag ich dir aber noch nicht. Schon wieder nicht? Schon wieder nicht. Komm, setz dich mit rein. Ja, aber was holst du denn? Ja, das wirst du ja dann sehen. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann darfst du es doch. Hä, hey, du warst jetzt, wir sind zu einem Navi-Studio gefahren. Du warst kurz drin und dann wieder draußen. Und jetzt fährst du zu fahren wir zu Butni, ich kann wieder nicht rein. Ja, so, als nächstes stehen wir hier vor einem Butni und werde ihm jetzt mal schöne Wachsstreifen gönnen oder kaufen, um ihn einfach mal zu zeigen, wie das eigentlich so als Frau ist, ne? Deswegen werde ich jetzt reingehen und schöne Wachsstreifen kaufen, die richtig heftig wehtun. Schaut euch das mal an. Sie ist jetzt hier genüsslich und ich habe einfach nichts. Kann ich auch was essen eigentlich? Weißt du, wenn es nach mir ginge, würde ich so sagen, ess das. Aber du nimmst deine Challenge ja so ernst, dass ich einfach das nicht sagen kann. Ich möchte dir natürlich auch nichts hier voressen, so weißt du. Du kamst ja gerade schon so zu mir und ich dachte, give it a try. Wir haben es schon mal probiert und da fandest du es nicht ganz so geil. Vielleicht wäre so was mal zum Probieren. Oh Mann, nicht schon wieder. Ich weiß, guck mal, Freitag ist ja deine Challenge, aber so ein Bissen, weil du ja so Hunger hast, kannst du... Ach, weil ich Hunger habe, kann ich jetzt hier schön Honig essen in der Wabe. Du warst gar nicht beim Nagelstudio, du warst beim Mixmann. Und ich dachte, warum gehst du zum Nagelstudio und warum kann ich denn da nicht mit rein? Ich war schon richtig ready, ne? Habt ihr diese Nike-Zeichen gesehen, Leute? Schon fresh. Betkeli Askar Ciceka Arabali. Mhm. Und alle Türken. Ich war schon immer Türken. So eine Ecke hier? Okay, wenn du so viel willst, okay. Hey, nein, nein, okay, nein. Okay. Das Ding ist, ich glaube auch jeder Honig schmeckt anders. Der Honig riecht nach Achselschweiß. Riech mal, riech, ohne Scheiß, riech mal den Honig. Sag immer, wie der riecht. Ich lach. Dein Pups. Das riecht nach Schweiß. Das schmeckt genau, wie das riecht. Weißt du, das Ding ist, ich dachte halt, das ist lecker, weißt du? Du weißt doch, dass das scheiße schmeckt. Aber es gibt doch verschiedene. Das Ding ist, das riecht nach Schweiß. Und dann, wenn du schon weißt, dass es nach Schweiß riecht und du das isst und es auch noch so ist, wie es riecht, so schmeckt, wie es ist, so riecht, wie es schmeckt, ist doch viel ekliger. Es riecht wirklich nach Schweiß. Jeder, der mir nicht glauben kann, kann gerne diesen Honig nehmen und daran riechen. Es riecht nach Schweiß. Weißt du, es kommt gleich noch was und dann kriegst du dein Essen, ja? Und dann kriegst du auch was richtig Leckeres. Aber davor musst du einmal die Zähne zusammenbeißen. Du weißt ja, Shazi, ne? Das ist ja so. Für Frauen, wir haben es ja nicht immer einfach. Wir machen es immer hübsch für euch. Und du weißt gar nicht, was für Schmerzen man manchmal hat. Und ich glaube, das wissen so viele Männer einfach nicht, was wir alles machen, nur um für euch hübsch zu sein. Das du hast richtig Spaß an dieser Schadenfreude-Nummer, ne? Und wie viel Liebe und Hingabe du das jetzt gerade einleitest, ey. Und deswegen dachte ich, du darfst gerne die Augen aufmachen. Zucker. Was? Ey, du bist so scheiße. Was ist das denn? Wir werden heute mal ein bisschen von deinem Bein wurzen. Oh, das fühlt sich gut an. Das ist angenehm. Also von der Wärme her ist das schon nice. Oh, fuck. Hier so ein Tuch hier. Aber ich kann das nicht abreißen. Ich schaff das nicht. Ich schaff das echt nicht. Du schwitzt ja. Natürlich schwitze ich. Mann. Oh mein Gott, das Ding ist, man weiß, dass einfach gleich Schmerzen kommen. Man weiß einfach, dass gleich Schmerzen kommen. Oh mein Gott, ich bin so wach, ich war gerade so müde. Ey, ich hab so Angst. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Ey, meine Hände sind so nass, wie man. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Oh mein Gott. Ey, mein Herz kommt so schnell. Oh mein Gott. Das kannst du nicht machen. Oh, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Alter, du bist ja so okay. Ey Mann, das kannst du nicht bringen, das tut ja, okay. Ey, zweimal hintereinander. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Zieh es ab. Komm schon. Komm schon. Ach, das hat mich weh. Oh mein Gott, ich hatte so Angst. Aber das hat mich weh. Krass, hier sind noch aber schon viele Haare. Also ich muss das aber noch mal wissen, das war aber billig. Mach noch mal was drauf hier. Das ist gut so. Oh,
Runde 2, Runde 2. Runde 2, Runde 2, Runde 6. Mach jetzt nicht! Das hat weh getan! Das hat echt weh getan! Das hat weh getan! Das hat weh getan! Ohne Scheiß, ich wäre so zufrieden gewesen nach dem ersten Mal. Hätte gesagt, das hätte locker gereicht, aber du. Das hat weh getan, aber das. Der Unterschied ist aber viel, viel krasser. Ohne Scheiß. Oh mein Gott, das hat weh getan. An euch Männer da draußen, wenn ihr einfach Dingsda Pre-Workout braucht und ihr habt keinen Booster zu Hause, nehmt euch einfach ein bisschen Dingsda Zuckerpaste, macht hier. Und dann zieht ihr das ab und dann seid ihr wach. Ich bin so wach jetzt. Wir sind jetzt hier an dem Fischbrötchenstand und jetzt muss ich überhaupt noch strugglen, ob ich irgendwas finde, was keine Carbs hat oder ob ich irgendwas essen darf, was keine Carbs hat. Entweder ich muss weiter hungern oder ich krieg da was. Ich bin echt gespannt. Tja, Leute, für mich bis jetzt nach wie vor nur Wasser. Marlene hat jetzt hier ein richtig freshes Backfischbrötchen. Darauf hätte ich auch so Lust, oh mein Gott. Schaut euch das hier mal an, das ist so entspannt, wenn man hier so ein bisschen sitzt, an der Sonne, ohne Essen. Danke nochmal, ne? So, Friend, dadurch, dass ich ja kein Fischbrötchen essen durfte und Martin sich jetzt schon zweimal was Freshes zu essen gegönnt hat und ich einfach hungern musste, ohne Scheiß, 10 vor 8, es ist 10 vor 8 und ich habe bis jetzt nur gefrühstückt. Ich durfte noch nichts anderes essen. Seht ihr hier? Was? Ich hoffe, diese wunderschöne Frau lässt mich hier nicht weiter leiden. Schreibt mal in den Chat, dass sie mir was zu essen gönnen soll, bitte. Oh mein Gott, Leute, meine Gebete wurden erhört. Marlene hat mir jetzt hier was richtig Freshes gemacht. Und zwar hat sie mir hier so einen Low-Carb-Salat auf die Schnelle zusammengezaubert. Hier sind Tomaten drin, Hähnchenbruststreifen, Skirella und ein bisschen Balsamic-Dressing oben drüber. Boah, ich habe so Hunger, ey. Den ganzen Tag hat sie mich fasten lassen. Mmh. Oh mein Gott, ist das geil. Oh, als Pre-Workout-Snack jetzt. Oh, das habe ich genau gebraucht. Danke, Schatzi, für diese Mahlzeit. Oh mein Gott, sie hat so gegönnt. Das ist jetzt echt fresh. So, Leute, zurück vom Training. Hat jetzt hier Marlene was richtig Freshes bestimmt, was es jetzt noch als Abendessen gibt. So einen schönen kleinen Snack. Geht richtig leicht rein. Und zwar gibt es hier einen Salat. Rinder-Tatar, 350 Gramm. Hier noch ein paar andere Greens. Girella noch am Start. Ein paar Pepperonis. Und hier noch für Babitsch und meine Frau. Schlummern hier noch Tortillas. Richtig geil. Also gibt es nochmal eine schöne Low-Carb-Mahlzeit für mich. Und für die beiden, die gönnen sich nochmal schöne Tortillas. Aber kann ich auch, bald ist die Challenge ja vorbei. So, Leute, nochmal Location-Wechsel, Szenenwechsel. Es ist ein anderer Tag, ich sag's euch, wie es ist. Aber wir dachten uns, wir machen nochmal Tacos und zeigen die nochmal ordentlicher in die Kamera, damit ihr das besser sehen könnt. Weil wir haben einfach nur gegessen und das ist gar nicht so zur Geltung gekommen, wie freshe Tacos wir hatten. Also haben wir das Ganze einfach nochmal neu gekauft und machen das einfach an einem anderen Tag nochmal, weil es so fresh war. Jetzt aber, Leute, da die Diät vorbei ist, habe ich noch was richtig Krankes heute bei Famila gefunden. Oder Kopfland? Famila? Jalapeno-Käsesoße. So heftig. Ich baue jetzt ein Tortilla und zeige euch einfach, wie hier diese Käsesoße gleich so oben drauf kommt aus der Tube. Boah, das wird so heftig. Und jetzt kommt oben drauf nochmal ein bisschen von Squeeze Cheese. Ihr wisst ja, die ist ja jetzt vorbei. Ich wollte euch das nur nochmal zeigen. Das sieht so heftig aus. Mit gar keinem Reden, ey. Das sieht so heftig aus. Und das muss ich jetzt nochmal probieren für euch. Das sieht so geil aus. Boah, so krass. Hier drin ist, unten ist auch nochmal Käsesoße. Okay, Freunde, ein Tag geht zu Ende. Ein teurer Tag. Also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß heute. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Also, ja, ich hatte auch geht zu Spaß, aber doch, es hat Spaß gemacht, das zu drehen. Wenn euch das Video gefallen hat, kennt ihr das ja. Liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Folgt uns bald noch unbedingt bei YouTube. Wir freuen uns immer sehr darüber. Und jetzt geht's weiter zu Steven, denn mein kleiner Bruder, eigentlich mein großer Bruder, ist ja älter als ich, hat auch ein neues Video. Es geht weiter dann in Premiere und meine Frau lädt heute Abend auch ihr nächstes Video hoch, aber hier könnt ihr noch mal gucken, da geht es zu dem letzten Video. Da haben wir nämlich das hässlichste Outfit uns gegenseitig ausgesucht und wer da gewonnen hat, könnt ihr natürlich auch abchecken, aber ich meine, eigentlich liegt ja auch auf der Hand. Nein, aber checkt es auf jeden Fall ab, lasst ein bisschen Liebe da und wir sehen uns nächste Woche Sonntag, wenn es wieder heißt.